Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei den Sprungbedingungen. Heute das Break-Statement in der Theorie. Okay? Wie macht es heute wieder? In der Anwendung haben wir es ja gerade gesehen im letzten Video. In diesem Video soll es eben um die Theorie gehen, das auch niedergeschrieben ist. Ich mache das auch wieder anhand eines Beispiels, dass man das genau erkennen kann. Einfaches Beispiel. Dieses Mal auch wieder mit einer While-Schleife im Gegensatz zur Vorschleife, die wir in der Anwendung gesehen haben. Also ziemlich genauso, wie wir es auch beim Continue-Statement gemacht haben. Das erste, was ich mache, definiere Variable mit einer Integer-Variable und die ist 0. Ja. Und dann sage ich while i kleiner 12. Erhöhen wir bitte i, ja, und da unten schreibe ich wieder console.writeline i. Da wähle ich das aus, okay? Das macht jetzt im Moment genau das gleiche wie das letzte Mal, haben wir ja auch so begonnen, würde rausschreiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt mache ich hier aber genauso wie beim Continue Statement ein If Statement, ja, und ich sage if i ist gleich 4, genau die gleiche Bedingung wieder, nur diesmal gibt es a break. Also kein Continue, sondern ein Break. Ein Break, was macht ein Break? Ein Break beendet die Schleife komplett. Kein Neuanfang. Springt also komplett aus der Schleife heraus. Ja? Das heißt, in diesem Fall hätten wir die Ausgabe 0 ist kleiner wie 12, plus 1 ist 1, schlägt nicht zu, 1. 1 ist kleiner wie 12, plus 1 ist 2, schlägt nicht zu, 2. 2 ist kleiner wie 12, schlägt 3, schlägt nicht zu, 3. 3 ist kleiner wie 12, 4 schlägt zu, Break, Ende. Ja? Springen hier nach unten, da passiert gar nichts mehr. Ja? Also kein Neuanfang, kein Auslassen oder sonst irgendwas. Ja? Weil ab 4 schlägt dieses Break zu, bei 4 schlägt dieses Break zu, besser gesagt, und es beendet. Ja? Also Ausgabe ist hier beendet. Ist hier beendet. Da das Break Statement die Schleife terminiert. Beendet. Und komplett. Ja? Bug. Ich bin gekommen, euch zu terminieren. Break. Break ist also Terminator. Schleifen-Terminator. Break-Statement. So schaut das aus. Also wir springen irgendwo durch die Gegend. Irgendwo durch die Gegend springen können wir auch mit dem nächsten Statement, was wir hören. Das Go-To-Statement. Kein großer Fan. Weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe oder ob ich es in Zukunft noch erwähnen werde. Deswegen sage ich es jetzt. Kein großer Fan, kein großer Fan, kein großer Fan. Aber trotzdem, im nächsten Video go to. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.